Alter. Es ist Mitte März und in Frankreich sind alle Campingplätze noch geschlossen. Das heißt, ich mache mich zum ersten Mal auf die Suche nach einem geeigneten Platz zum Wildcampen. Schnell werde ich fündig. Ich stelle mein Zelt auf und bei fast sternenklarem Himmel und nahezu Vollmond verbringe ich die erste Nacht im Freien. Auch der nächste Tag begrüßt mich mit herrlichem Sonnenschein und einem wunderschönen Ausblick in die Region. Doch was so idyllisch aussieht, täuscht, denn die Nacht, die gerade hinter mir liegt, war alles andere als lustig. Was passiert, wenn man zeltet, kein Wasser dabei hat, das heißt, man ist dehydriert, man hat die ganze Nacht gefroren, man hat nichts zu essen und man versucht, das Motorrad aufzustellen auf den Hauptständer, hat aber so gut wie keine Kraft. Alter. Das nennt man dann wohl einen klassischen Fail. Naja, immerhin habe ich schon Übung darin, die Maschine wieder aufzustellen, so oft wie ich sie bereits hingelegt habe. Und schon bald bin ich wieder unterwegs und der peinliche Anfängerfehler der letzten Nacht ist schnell vergessen und die Stimmung wieder auf dem Höhepunkt. So, ihr Lieben, ich bin wieder unterwegs in ganz wundervollen und ganz urigen Gegenden hier. Und ich hatte auch schon meine erste Supermarkterfahrung. Wie zu erwarten, hat dort niemand Englisch gesprochen. Aber es war sehr schön, die Leute waren alle super freundlich, haben mir gute Reise gewünscht, weil ich sehe natürlich auch nach Abenteuer aus. Das sehen die ja. Und das ist schön, das so zu erleben. So, schaut mal, wo ich jetzt hier gelandet bin. Keine Ahnung, was das hier ist, aber es ist schön. Und plötzlich entdecke ich weiße Flecken am Straßenrand. Und ich kann es kaum fassen, aber hier oben liegt noch Schnee. Keine Ahnung, wann ich das letzte Mal so viel Schnee gesehen habe, aber ich bin jetzt hier im Juragebirge und stehe hier im Schnee. Ja, das ist echter Schnee. Tja. In Kölle schneidet nicht so oft, deswegen ist das für mich was Besonderes. Ich genieße diesen Ritt durch diese wunderschönen Schneelandschaften, doch insgeheim graudet mir schon vor der nächsten Nacht im Zelt. Naja, immerhin muss ich mich hier nicht mit dem Rad hochquälen. Kaum bin ich über den Pass drüber und fahre Richtung Genfersee, verändert sich die Landschaft. Alles ist dicht bewaldet und es liegt überhaupt kein Schnee mehr. Irgendwann biege ich ab in einen kleinen Waldweg und obwohl der Weg seine besten Zeiten ganz klar hinter sich hat, lässt mich meine Intuition auch dieses Mal nicht im Stich. Stundenlang begegne ich keinem einzigen Menschen und ganz oben angekommen, genieße ich eine großartige Aussicht auf Genf und den Genfer See. Freunde, endlich! Bestes Wetter! Es ist warm, es ist mild, es ist richtig schön und ich habe hier einen Blick auf Genf. Ja, so kann es bleiben. Ach, herrlich! Keine Menschen, schlechte Straßen, die Ruhe und der Duft des Waldes und der abgeholzten Bäume. Darum liebe ich das Reisen mit dem Motorrad so sehr. So langsam stelle ich mich mental auf eine weitere eisige Nacht im Zelt ein. Doch wie so oft beim Reisen, soll diesmal alles anders kommen. Ihr Lieben, das Wort zum Dienstag vom Struwwelpeter höchstpersönlich. Ich befinde mich gerade im wunderschönen Haus von Anne
Damien und Valentin. Und die Geschichte dahinter ist, gestern Abend habe ich einen Campingplatz gesucht und habe dann auch einen gefunden, wo allerdings alles noch hochgeklappt ist. Das heißt, es gab keine sanitären Einrichtungen, es gab im Grunde genommen überhaupt nichts. Und ja, weil es nichts anderes gab und ich schon die Nacht davor wild gecampt habe, habe ich gedacht, ja gut, dann machst du das halt. Bin dann nochmal in die Stadt gefahren, um was zu essen. Und plötzlich spricht mich Anne. Ich sage jetzt mal Anne. Spricht mich Anne an auf Deutsch. Und ich denke, ich bin hier nämlich mitten in einem Provinzdorf in der Nähe von Lyon. Und sie spricht mich an und sagt, ah, und du kommst aus Wolfsburg oder was? Und da hat die mich erst zum Essen eingeladen und dann sogar eine Übernachtung angeboten. Und jetzt bin ich hier im Haus. Die ganze Familie ist schon ausgeflogen. Sie haben mich einfach hier gelassen, haben gesagt, lass dir Zeit, ziehst du hinter die Tür zu, alles ist gut. Und wir hatten einen richtig schönen Abend gestern. Ich habe geschlafen wie ein Baby, bin hier ganz toll verköstigt worden und so viel Gastfreundschaft, die mir hier entgegengebracht wurde, das ist einfach unfassbar. Wie kann man sich dann revanchieren? Ich habe Gott sei Dank 3 Bücher mitgenommen. Man weiß ja nie und habe ihnen dann eines meiner Bücher hier gelassen. Das trifft sich sehr gut, weil nämlich Anne Deutschlehrerin ist und ihr kleiner Sohn Valentin, es spricht ebenfalls Deutsch und jetzt können die sich da ein bisschen durcharbeiten, wenn die Bock haben. Und ich bin beseelt. Das ist das Schöne am Reisen. Ich liebe es. Merci beaucoup, Anne, Damien et Valentin. C'était merveilleux avec vous. Ein letzter bewundernder Blick des Haushundes und schon bin ich wieder unterwegs. Und wenn der Tag schon so schön startet, kann doch eigentlich gar nichts mehr schiefgehen, oder? Naja, finden wir es raus im nächsten Video. Doch bis dahin, schau dir doch mal mein Buch an. Durch 24 Länder nehme ich dich einmal mit um die Welt. Mal mit dem Motorrad, mal mit dem Backpack, mal mit dem Auto. Und das Coolste ist, ich habe jeder Geschichte einen QR-Code hinzugefügt. Und wenn du den einscannst, landest du wieder hier bei YouTube und du bekommst zu jeder Geschichte ein exklusives Video mit Foto- und Bildmaterial dieser Reise. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und danke für deinen Support. Es schneit von innen.